Ja, guten Morgen aus Holdanillo, wo ich heute Morgen mit Zack, dem Launch Director, stehe. Er kontrolliert jeden Tag 148 Starts und wir fragen mal, wie sowas erfolgreich überhaupt funktionieren kann. Zack, we're here for the seventh task today and it's a very busy field. It's 148 people flying the comp and we have kind of a... Well, it's a narrow, still open field, plenty of place, but still, it's a lot of activity during starts. So, how do you control the starts and how do you avoid accidents? First off, it's a little bit like herding cats. Everybody wants to be there and nobody wants to listen. But the experience of the pilots, and once we get to know each other and they understand what works to be safe for everybody, really helps out a lot. Also Zack sagt, eigentlich ist es wie ein Haufen Flöhe zu hüten, aber je besser sich die Piloten und auch der Launch Director kennenlernen, desto besser funktioniert hier das Ganze. Zack, so far no incidents, anything that you think could work better? No, we've used this system in many different competitions for 8 years or so now in different places. And in this particular situation, with our very high caliber of professional pilots, we really try to let everybody fit in and obviously take care of our priority pilots and so forth, and just allow them to almost launch themselves, but just with enough control so we can keep separation. Ja, Zack sagt also, das System hat sich bewährt. Die Piloten können schon noch ein Stück weit ihre eigene Geschwindigkeit gehen beim Start und sie versuchen das in einer Art und Weise und auch in einer Geschwindigkeit umzusetzen, dass es für jeden passt. Die Piloten, die Launch Priority haben, also bevorzugt starten dürfen aufgrund ihrer Ergebnisse in der Competition, werden natürlich jeden Tag bevorzugt. Zack, thank you so much for the interview. Thank you very much. Auf Wiedersehen. So, jetzt sitze ich hier mit Moonsap, einer der Jin Glider Factory Pilots und der auch direkt bei Jin in der Factory in Südkorea arbeitet. Und ich werde ihn jetzt mal fragen, wir haben einige Jin-Piloten unter den Top-Piloten in dieser Competition, was es eigentlich für Jin ausmacht, an so einem Wettbewerb teilzunehmen und welche Erkenntnisse sie dann auch daraus ziehen. Moonsap, we're here at the World Championship in Colombia and you're a factory pilot and you also work with Jin. What does it mean for Jin to be part of such a competition and what kind of experience do you get out of this competition? 지금 Jin Glider는 아주 큽니다. 지금 여기에는 많은 테스트 파일럿들이 글라이드 만드는 데 일을 하고 있으며 이번 대회로 인해서 많은 선수들이 피드백을 보내주고 있어요. 이 피드백을 바탕으로 해 가지고 다음 모델을 다시 만들 겁니다. 우리는 안전하면서 성능이 좋은 장비를 만들 것입니다. Ja, Moonsap sagt, dass vor allem das Jin Factory Team ein großes Team ist, mit großer Hingabe auf solche Wettkämpfe hinarbeitet und bei derlei Competitions an den Glidern verschiedene Dinge ausprobiert. Sie nehmen das Feedback von den Piloten, um es dann in die Serienklasse Glider einzubauen und nehmen solche Competitions natürlich sehr ernst, weil das ist ein Test fürs Material, den man unter normalen Bedingungen kaum hinbekommt. Es sind Extrembedingungen, man kann sich mit anderen Herstellern messen und sie sind sehr froh, dass sie diese Möglichkeit haben, dann entsprechend eben auch neue Erkenntnisse in ihre Schirme einfließen lassen zu können. Moonsap, thank you so much. Yeah. Welcome. You're welcome. Thank you. Das Startfenster wurde heute um 10.30 Uhr geöffnet. Die Aufgabe begann um 11.45 Uhr. Die Organisatoren ließen sich extra viel Zeit, um die Piloten starten lassen zu können, da die Windbedingungen am Startplatz schwach waren und wir heute etwas länger brauchten, um das Feld in die Luft zu bekommen. Hier sehen wir ein paar Flugaufnahmen von Yvonne Date in der Luft. Harry Bunz machte sich auf den Weg zum Landeplatz, um die deutschen Piloten einzusammeln.
Ja, Pepe, super gemacht. Gratuliere zum Ziel. Wie war es heute? Sehr schnell hinterher wieder. Ich habe zwar mittendrin einen Fehler gemacht, einen großen Fehler, war über eine Viertelstunde ganz, ganz knapp am Boden, 50 Meter über Grund und habe tierisch Zeit liegen lassen. Davor war ich ganz super dabei, aber gehört dazu. Ja, willkommen im Ziel, Martin. Herzlichen Glückwunsch. Wie war dein Lauf heute? Ja, war super spannend. Hat echt richtig Spaß gemacht. War ein super geiles Race, war richtig schnell am Anfang. Ich habe dann mal am Rückweg kurz einen Anschluss an die erste Gruppe verloren, habe dann mit der zweiten ein bisschen eine andere Linie geflogen und konnte wieder aufschließen zur ersten. Und jetzt im Endanflug war es nochmal voll der Krimi. Wir sind losgeflogen mit 1:14, irgendwo 20 Kilometer vom Ziel. Hatten in den Hügeln schön Sonne drin und nichts ist gegangen. Und dann haben wir in so einem fast Nullschieber, haben wir uns wieder hochbasteln müssen, kurz vorm Ziel. Und dann sind wir noch nach hinten, haben die Wende da hinten, die ist noch 5 Kilometer in die Richtung ungefähr, die letzte. Da haben wir uns noch hingemogelt und dann in 10 Meter Höhe oder so über die Ziellinie. Das war echt wild jetzt. Und wenigstens noch ein paar Höhenflüge. Die Weltmeisterschaft im Paragliding in Kolumbien. Da fliegen deutsche Ambitionen durchaus mit. Am Rande der Anden in Roldanillo gehen sie zu Hunderten in die Luft. Unten am Boden herrscht ungeahnte Begeisterung für die besten Gleitschirmflieger der Welt. Die deutsche Nationalmannschaft geht mit einem Europameistertitel ins WM-Rennen. An den Hängen die richtige Thermik erwischen und dann möglichst schnell die Wegstrecken abfliegen, das ist das Ziel. Bei der 6. von insgesamt 12 Aufgaben gewinnt der Deutsche Martin Petz und untermauert damit den 2. Rang der deutschen Mannschaft in der Teamwertung hinter der Schweiz. Nein, immerhin. So weiter Sport. Wie Vögel, ja, sehr schön.